Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute meine Neuzugänge aus dem Juni 2019 zeigen. Und wer sich vielleicht an das Neuerscheinungsvideo für Juni erinnert, weiß, dass ich glaube ich nur ein oder zwei Bücher irgendwie vorgestellt hatte und gesagt hatte, ich möchte in diesem Monat einfach mal probieren, ein bisschen weniger Neuzugänge zu haben. Und ja, ob ich das geschafft habe, das werden wir jetzt einfach mal sehen. Ich glaube, ich werde jetzt noch nicht verraten, wie viele Bücher es tatsächlich sind. Ja, vielleicht seht ihr es so am Bild, dass zumindest echte Bücher sehr wenige bei mir eingezogen sind. Aber ich denke, wir machen einfach mal ein bisschen Spannungsaufbau und ihr seht dann erst am Ende, wie viele Bücher es geworden sind. Als erstes möchte ich aber zwei Bücher vorstellen, die ich mir gekauft habe, obwohl ich sie schon gelesen habe. Sozusagen zählen die für mich dann eben nicht als Neuzugänge, sie zählen nicht auf den Sub. Zum einen ist es The World in My Mind von Laura Newman. Das ist ja Coherent, was vor 3-4 Jahren, glaube ich, herausgekommen ist mit einem anderen Cover und auch bei einem Verlag. Und ja, Laura Newman hat jetzt die Rechte sozusagen am Buch, glaube ich, kann man so ausdrücken, zurückbekommen. Und das Buch geht eben ist aus dem Verlagsprogramm gegangen. Und ja, Laura hatte jetzt hier einfach die Überlegungen, was mache ich, bringe ich das Buch einfach so wie es ist nochmal heraus, hat sich dann aber dazu entschlossen, irgendwie ein anderes, moderneres, zeitgemäßeres Cover zu wählen und auch den Titel zu verändern. Und ich weiß, dass sich da viele so ein bisschen gewundert haben, beziehungsweise auch erst gefreut haben, dass hier was Neues kommt. Ich finde das neue Cover aber sehr gelungen und es zeigt eben auch, dass es nicht ganz so Science-Fiction-lastig ist, wie es das erste Cover war und dass eben doch auch diese Liebesgeschichte eben auch einfach eine Rolle darin spielt. Und dieser Roadtrip, diese ja leichte Flucht, die es in der Geschichte gibt. Und ich finde auch den Titel The World in My Mind sehr, sehr gelungen und sagt auch einfach viel mehr aus als Coherent. Ich kann also die Entscheidungen und auch die Wahl, die Laura getroffen hat, sehr gut nachvollziehen und deswegen durfte dann jetzt auch das neue E-Book sozusagen bei mir einziehen. Vielleicht wird es auch einfach mal wieder Zeit für einen Reread, aber ja, es ist im Grunde jetzt einfach erstmal bei mir eingezogen und auch das neue Buch der lieben Jackie Fellgut ist bei mir eingezogen, Home Sweet Home. Das hatte sie ja zum Angebotspreis, ich glaube für 99 Cent dann angeboten. Ich habe es noch besorgt direkt zum 1.2. Erscheinungstag für 3,99. Ich habe es ja testgelesen im Mai und musste aber jetzt natürlich sozusagen die fertige Fassung auch haben und habe mir dieses wunderbare Buch dann auch als E-Book geholt. Sehr gefreut hat mich bei diesem Buch dann, dass die liebe Jackie tatsächlich eine Danksagung gemacht hat, beziehungsweise eine Widmung und mir dieses Büchlein gewidmet hat. Ah, das hat, ja, ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, es hat mich wirklich sehr berührt und ich habe mich so gefreut und da geht einem immer so ein bisschen das Herz aus. Also es sind doch manchmal so diese großen Kleinigkeiten, die das Leben schön machen. Ja, das neue Buch ist da, spielt in New York City. Am zweiten Band arbeitet Jackie bereits fleißig und es ist ja eine dreiteilige Reihe, wird es werden, wo die Charaktere auch immer wieder irgendwie was miteinander zu tun haben und da dürft ihr euch auf jeden Fall auf weitere Bücher freuen. Diese zwei Bücher sind jetzt bei mir eingezogen, zählen nicht auf dem Sub und zählen für mich tatsächlich auch nicht als Neuzugang, weil ja, es sind irgendwie Neuzugänge, aber es ist eben einfach so, es gibt einfach Gründe. Ich habe die Bücher schon gelesen, aber ich wollte sie eben auch einfach nochmal in neuer, anderer oder einfach in richtiger Form sozusagen haben. Deswegen zählen diese Bücher nicht. Wir starten theoretisch starten wir den Neuzugänge-Monat mit Herzschmöker-Club von Ella Wünsche. Ist bei mir als E-Book eingezogen und hat mich irgendwie total angesprochen. Sowohl vom Cover wie dann auch vom Klappentext. Es klingt einfach so ein bisschen nach einem Buch, absolut für Buchnerds. Also es geht darin natürlich auch um Bücher. Es ist irgendwie so eine Liebesgeschichte und es klang für mich einfach nach Sommer und nach Wohlfühlroman. Und ich mag sowas ja immer sehr, sehr gerne. Natürlich eher höre ich solche Bücher gerne, aber ich konnte jetzt bei, 99 Cent auch überhaupt nicht
ja, widerstehen und habe mir dieses Büchlein geholt. Ihr findet übrigens alle Bücher unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr euch da eins näher angucken wollt, schaut da bitte einfach vorbei. Ist auch alles soweit gekennzeichnet. Guckt einfach mal rein, wenn euch das irgendwie interessiert. Das zweite Buch hat mich zum einen durch sein Cover angesprochen. Und zwar, ja, ich hoffe, ihr könnt es jetzt so mit der Softbox ein bisschen sehen, aber es ist schon ein bisschen später am Abend, wo ich jetzt dieses Video drehe. Das ist Nebelwind von Marlene May. Das ist der Auftakt einer Reihe. Und ich bin schon irgendwann mal über dieses Buch gestolpert, weil ich diesen Kolibri hier so großartig finde. Und die ganze Aufmachung vom Buch ist super, super schön. Ich hatte das Buch auf meiner Wunschliste, weil ja, es mich einfach sehr angesprochen hat. Und es geht hier eben um Bakea, eine Stadt hinter dem Nebel und deswegen natürlich auch Nebelwind. Und es gab ein Gewinnspiel auf Lovely Books und ich hatte das große Glück, dieses echte Buch zu gewinnen. Und ja, das ist auch signiert von der Autorin. Und darüber habe ich glaube, man kann es jetzt mit der Softbox wahrscheinlich ganz schlecht sehen. Ja, das ist signiert von der Autorin und ich freue mich jetzt mega drauf. Ich habe mir das jetzt für Juli vorgenommen. Ich bin irgendwie im Juni, keine Ahnung, nicht dazu gekommen. Mir ist einfach Eragon dazwischen gekommen. Und es sind auch richtig schöne Goodies mit dabei in Lesezeichen. Es ist ja auch nochmal eine Autogrammkarte so ein bisschen mit dabei. Und ich glaube nochmal ein Lesezeichen, ist glaube ich das gleiche, es ist glaube ich doppelt drin. Ja, aber super, super schön und das Cover ist einfach auch richtig gelungen und ich bin sehr gespannt, was dieses Büchlein so ja, mir bringen wird. Denn wir sind hier bei Alissa und Blumen töten, Wolken sprechen und Blätter fliegen und ich bin sehr gespannt auf diese High-Fantasy-Welt und freue mich da wirklich sehr drauf. Und ihr werdet auf jeden Fall in einem der nächsten 2-3 Bücherwochen was dazu sehen. Wahrscheinlich vielleicht sogar schon in der nächsten, mal gucken, oder in der übernächsten, also jetzt in der Woche, weil ich das jetzt ganz oben auf meinen zu lesen Stapel gepackt habe. Dann ist bei mir das, ich glaube, jetzt vorsommerliche neue Buch von Michelle Schrenk eingezogen, Irgendwo hinter den Wolken. Das ist, glaube ich, im Mai erschienen. Ja, jetzt im Juni, Juli erscheint ja das Sommerbuch, was sie zusammen mit Anna Winter geschrieben hat. Und ja, das musste bei mir einziehen. Ich bin ein sehr, sehr großer Michelle Schrenk-Fan und mich hat hier auch wieder das Cover angesprochen, dieses etwas dunklere mit dem scheinbaren Glitzer und den Wolken. Und ich habe gar nicht groß in den Klappentext gesehen. Ich weiß, dass es ein bisschen ein ernsteres Thema diesmal ist, wo ich mal gucken muss, wie ich das so finden werde. Aber auch das habe ich jetzt für Juli ganz oben auf der Leseliste. Ich bin sehr gespannt, was Michelle Schrenk hier wieder gezaubert hat. Ich mag ja wirklich ihre sehr tiefgründigen, emotionalen Liebes-Lebensgeschichten sehr, sehr gerne. Ich versinke gerne in diesen und lasse mich da wirklich emotional auch mitreißen. Ich habe schon sehr oft gelacht und auch geweint bei den Büchern von Michelle und ich glaube, dass man das hier auch sehr gut kann. Ja, das Sommerbuch von ihr möchte ich mir, denke ich, auf jeden Fall im Juli besorgen. Da müsste jetzt ja auch, also es ist, glaube ich, jetzt schon Ende Juni erschienen, wird im Juli, denke ich, bei mir einziehen, weil das definitiv auch was ist für einen sonnigen Sonntagnachmittag im Garten und ja, aber erstmal bin ich jetzt auf Irgendwo hinter den Wolken gespannt. Dann ist als Hörbuch bei mir eingezogen Die Katze im Lavendelfeld von Hermine Stellmacher. Das ist der dritte Teil der Reihe. Ja, und ist jetzt auch in dem Moment im Grunde schon von mir gehört worden. Ich glaube, ihr habt es auch schon in der letzten Bücherwoche gesehen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, ich mag die Bücher von Hermine Stellmacher. Ich mochte ja Cottage mit Katze oder mit Kater super gerne. Das Katze und Deutsche Vita war nicht ganz so schön wie das im Cottage. Und hier waren wir ja oder sind wir ja in der Provence und finden eine Glückskatze im Lavendelfeld. Und wir haben natürlich auch eine Protagonistin, die einfach so ein paar Dinge im Leben erlebt hat, von denen sie Abstand nimmt, wo sie sich irgendwie neu sortieren möchte. Und ja, ich fand es eine tolle Geschichte, sehr gut vertont und hat wirklich Spaß gemacht. Ja, aktuell sozusagen am Hören, beziehungsweise werdet ihr das dann in der nächsten Bücherwoche sehen. Ich habe, glaube ich, noch so eine Stunde, eineinhalb, sind Alle diese Welten von Dennis E. Taylor. Das ist der dritte Teil der Bobbyverse-Reihe, habe ich mir jetzt auch als Hörbuch geholt, wird gesprochen von Simon Jäger und ja, macht einfach großen Spaß. Ich mag diesen sehr humorvollen, sarkastischen, zynischen Science-Fiction-Roman wirklich gerne. Ich fand Teil 1 ja wirklich großartig, Teil 2 sehr gut, kam für mich nicht ganz an Teil 1 rein, war trotzdem wirklich eine ganz coole und ja, auch irgendwie mal innovative Idee. Und der dritte Teil spielt jetzt ja 100 Jahre später und zeigt uns sozusagen all die
Auswirkungen, die irgendwie die ersten beiden Teile sozusagen jetzt in der Welt oder im All oder wie auch immer hinterlassen hat. Also macht mir großen Spaß, bin sehr gespannt auf das Ende und ja, kann so viel sagen, im dritten Teil hatte ich auf jeden Fall auch schon Spaß. Und das ja tatsächlich letzte Buch des Monats ist Die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst, von Haimin Sunim. Das ist mir vom Goldmann Verlag zur Verfügung gestellt worden, habe ich in der Flow entdeckt. Ich habe mich ja in irgendeinem Video sehr geärgert, dass ich mich immer nicht erinnere, woher ich Buchtipps irgendwie habe. Und ich versuche die jetzt immer mir zu notieren, wo ich die im Grunde irgendwie entdeckt habe. Und es hat unglaublich viele Illustrationen im Buch. Also super schön aufgemacht, das ist auch von der Größe, wenn man es neben einem Taschenbuch hält, doch um einiges kleiner und süßer, wenn man so möchte. Und es ist eben ein Buch, es geht hier um Achtsamkeit und man soll hier mit Achtsamkeit so mehr innere Ruhe und Lebensfreude finden. Und es heißt ja so schön, nur weil sich die Welt immer schneller dreht, bedeutet das nicht, dass wir unser Tempo nicht selbst bestimmen können. Und es ist ein koreanischer Mönch, der uns mit seinen Lebensweisheiten für jede Situation mit wunderschönen Illustrationen so ein bisschen die Achtsamkeit näher bringen möchte. Und man sieht das auch ganz schön, es sind wirklich sehr schöne Illustrationen enthalten und auch wirklich sehr spannende, scheinbar doch etwas kürzere Weisheiten. Und ich glaube, dass man zu diesem Buch einfach immer mal wieder greift, sich inspirieren lässt und vielleicht auch schöne Dinge anstreicht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, ich habe ja im August Urlaub, dass ich wirklich dann einfach immer mal wieder zu diesem Buch greife und so einen ganzen Monat in diesem Buch verweile und mich hier einfach so über ein paar Seiten und ein paar Wochen gut unterhalten lasse. Und da trifft es ja ganz gut, dass ich im August auch im Grunde eine YouTube-Pause mache, sowohl vom Drehen wie wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen vom Sehen, also auch einfach dieses ganze Social Media einfach mal ein bisschen runterfahre, meinen Urlaub genieße und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen. Ich denke, dass es dann im September relativ normal, weitergeht. Und das Neuzugänge-Video für Juli wird es auf jeden Fall noch geben. Einfach allein, weil ich ja doch auf jeden Fall im nächsten Jahr auch den Rückblick dann wahrscheinlich machen möchte. Also man weiß ja nicht, was im nächsten Jahr ist. Aber und dann denke ich, werde Ende Juli dann auf jeden Fall noch, das Video dazu kommen. Ja, und das waren sie jetzt, meine 6 Neuzugänge. Es sind 2 E-Books, 2 echte Bücher und 2 Hörbücher geworden. Also sehr gut aufgeteilt, wie ich finde. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass es gut ist, nicht auf Freebuy rumzulaufen, nicht auf Medimops, nicht groß irgendwie auf Amazon rumzusehen. Ich war wenig auf Lovely Books unterwegs. Da stöbere ich ja sehr gerne bei anderen Leuten, bei neuen Autoren, neuen Büchern, neuen was auch immer. Und es hat mir wirklich sehr geholfen, das nicht zu tun, um nicht irgendwie auf Bücher aufmerksam zu werden, die ich irgendwie spannend finde. Und das merkt man. Also man merkt, wenn man das nicht tut. Ich bin in Berlin gewesen und habe natürlich da unter anderem auch im Dussmann ein bisschen gestöbert. Ich habe, glaube ich, auch 2 oder 3 Bücher abfotografiert, habe natürlich auch ein bisschen was auf die Wunschliste gepackt und nein, ich habe jetzt nicht vor, das alles im Juli nachzukaufen. Das ist nicht der Plan, aber man merkt, wenn man einfach so ein bisschen bewusst Abstand nimmt und wirklich sehr gezielt eher dann nur sich umsieht oder auch Infos im Grunde sich einholt, dass dann eben auch sehr gezielt gekauft wird. Und das ist wieder was mir im Juni einfach gezeigt hat, wenn man es möchte, wenn man damit mit seiner Zeit, die man hat, irgendwie achtsam umgeht und das klingt jetzt ja viel philosophischer, als es sein soll, dann macht man das auch einfach bewusster. Und ich habe auch tatsächlich gemerkt, ich habe mich im Juni auch ein bisschen mit meinem Sub beschäftigt und bin auch wieder so durch die Regale gelaufen und unter anderem habe ich ja meinen Sub auch auf Lovely Books wirklich sehr übersichtlich und ich sag mal 95 der Bücher sind tatsächlich auch auf Lovely Books zu finden. Und ich habe da trotzdem immer so ein bisschen gemerkt, eigentlich hast du so coole Bücher auf deinem Sub, du müsstest eigentlich viel mehr dazu greifen und man braucht nicht immer was Neues. Und so verlockend Neuerscheinungen natürlich sind, gibt es auch genügend Tipps, die man hier auf BookTube zum Beispiel dann eben auch erhält, wo man einfach sagt, Mensch, eigentlich würde ich das jetzt gerne haben und lesen und nicht warten, bis ich irgendwie was anderes gelesen habe. Aber ihr wisst, wie das ist. Zum Lesetechnischen, ich habe auf jeden Fall mehr Bücher im Juni gelesen, als ich gekauft habe. Ich glaube, ich habe 12 Bücher gelesen. Das heißt, auf dem Sub
theoretisch wäre abgebaut worden, aber es sind ja, glaube ich, 3 Eragon-Bücher dabei, die gar nicht auf dem Sub waren, beziehungsweise nur einer war auf dem Sub und somit ja, war das Sublesen dann irgendwie auch ja, dahin. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde es nicht schlimm. Also ich bin sehr gespannt, welche Bücher vielleicht bei euch eingezogen sind, auf was ihr euch im Juni gefreut habt. Vielleicht kennt ihr auch eins der Bücher schon, die ich euch vorgestellt habe. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ja, wie ihr so ein bisschen ja, versucht, vielleicht euren Bücherkonsum, insofern ihr sagt, ihr kauft relativ viel, beziehungsweise mehr als ihr lest, wie ihr da immer mal probiert, ja, das vielleicht ein bisschen runterzuschrauben, ohne direkt ein großes Kaufverbot auszusprechen. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr auch eins der Bücher schon kennt, immer her damit, würde ich mich auch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.